Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Mad TV und ich bin wahnsinnig überschuldet wieder hier, minus 362.000, unglaublich. Ich habe gestern einen Werbespot nicht gesendet, ich weiß. Dafür habe ich meine Schulden weg, ist das nichts? So, ich hoffe, heute kommt nicht wieder ein Attentäter, das wäre blöd. Nein, sehr gut. So, dann mal gucken, was wir jetzt rausschmeißen können, damit wir wenigstens wieder ein bisschen aus diesem Minus rauskommen. Die Love Story 9,5 Wochen ist noch aktuell. Der Actionfilm Ghostbusters 2 auch. Der mit dem Wolf-Tanz kann raus. Star Wars kann raus. Habe ich einen Zuschlag für Star Trek bekommen eigentlich? Ja, perfekt. So, dann werde ich gleich mal gucken, ob ich die Show da unterkriege mit ihren 0 Blocks länger, aber erstmal werde ich das nochmal sicherheitshalber abspeichern. Achtung! Ich wette, wir kacken gleich hier ab. So, die Produktion Music Mix wurde um 17 Uhr fertiggestellt und schon im Archiv. Perfekt. Sie ist 0 Blocks lang. Jawohl. Reboard requested. Quitting now. Yay! Bis gleich. Okay, dann wissen wir also, dass wir jetzt diese blöde Show nicht senden dürfen. Das ist natürlich ein Problem. Kann ich den aus dem Archiv packen eigentlich? Dass die wenigstens hier draußen ist? Wahrscheinlich auch nicht, weil dann wird es wahrscheinlich genauso abkacken. Dieser Film ist unverkäuflich. Okay. Ja, dann muss ich das wohl da drin lassen, das Ding. Und kann es wohl nie versenden. Das wird natürlich jetzt meinem Sammy nicht gut bekommen. Halt, ich wollte eine Filmagentur. Aber egal. Ich habe das echt nicht so verbuggt in Erinnerung, das Spiel. Also es muss irgendwie dann nochmal eine gepatchte Version gewesen sein, weil ich habe mir das Spiel ja erst ein paar Jahre später gekauft. Ich glaube, wann war das? 95, 96 rum, nachdem ich mal eine Demo gespielt hatte. Also schon ein paar Jahre, nachdem es rausgekommen ist. Aber egal, wir haben jetzt ja Star Trek, um die Lücke zu füllen. Gehen wir wieder auf schnelle Geschwindigkeit. So, was haben wir denn hier noch? BP, bitte Love Story. Ach, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ach doch, ich habe ja eine Love Story, 9,5 Wochen. Ja, dann würde ich mal sagen, packen wir das mal hier rein heute. Und was haben wir denn für einen Film? Hat man nicht Ghostbusters gekauft oder sowas? Doch, Ghostbusters 2 war das, genau. 20 Millionen Zuschauer, perfekt. Atari, da sind wir gleich wieder im Plus. Und ich habe natürlich mal wieder, ha, die besten Quoten der Stunde mit 30%. Der hat 21 mit Alien Nation. Das war mal eine beliebte Serie, würde ich sagen, aber die Zeiten sind vorbei. Und der hat 20% mit einem Krimi. Zur Primetime um 18 Uhr, muhaha. So, Image 72, 14. Als nächstes kommt Star Trek mit Folge 1, Gefahr im Raum Sektor 0x7 und dann 0x7, keine Ahnung. Dann Ghostbusters 2 und danach 9,5 Wochen. Übrigens gibt es Ghostbusters 1 nicht in dem Spiel. Genauso wie es, glaube ich, Zurück in die Zukunft 2 und 3 auch nicht gibt. Ich glaube, das Einzige, wo man die komplette Trilogie hat, ist Star Wars. So. Eine Minute noch. Da sind wir wieder reich. So, das kann raus. Dustin Hoffmans, Brasilianerin, ist schwanger. Fernsehansager, 22. Opfer des Laptop-Mörders von Moskau. Das ist ja tragisch. Sehr tragisch. So, ich gehe doch nochmal was produzieren jetzt. Ich habe ja jetzt ordentlich Kohle hier. Ich bin gerade jetzt im Produktionswahn. Und ich will doch gerne mal noch den Sammy holen. Aber ich muss jetzt mir halt natürlich eine Show raussuchen, die mindestens einen Block lang ist. Krimiserie, Video Connection ist 0 Blocks, 0 Blocks. 3 Blocks, Talk for 2. Ist natürlich eine lange Show. Egal. Show ist Show. In diesem Studio wird zurzeit gedreht? Warum das denn? Drehen die jetzt endlos oder was? Das wäre auch ein bisschen kacke. Doof. Jetzt werde ich die nie wieder los, diese Scheißshow. Ist ja mistig. Aber sowas muss doch eigentlich beim Testen auffallen, oder nicht? Ich meine, es ist doch dezent verbuggt, oder nicht? So, BP-Werbung. So, jetzt wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich nochmal eine Werbung hätte, die 10 Millionen Zuschauer benötigt. Gibt mehr Kohle. Weil dann kann ich mir nämlich in Bälde meinen ersten Satelliten leisten. Und dann sind die Kollegen wirklich schon fast abgeschrieben. Millionen Zuschauer. Bitte Love Story oder Komödie. Das schaffe ich doch nicht. Oder?
glaube nicht. Andererseits, ich hab einen Tag Zeit. Nee. Wir wollen jetzt nicht zu riskant hier werden. 2 Spots in 2 Tagen. Bitte keine Show-Krimiserie oder Western-Serie. Das können wir schaffen. Aber ich brauche jetzt trotzdem noch was für 10 Millionen. 5 Spots. 3 Spots. Nochmal Camel, ja. So, 25 Millionen sollten wir schaffen. Obwohl, das ist natürlich trotzdem ein bisschen knapp. Da brauche ich ordentlich Quote. Ich habe jetzt ja schon 24%. Naja, da ist noch mehr drin. Ich werde mir noch ein paar Sender kaufen, denke ich mal. So, Büro von Gronk, bla bla, Büro von Maxi. So, dann packen wir hier das Kamel wieder rein, würde ich sagen. Ich bin echt gespannt, wie viele Leute sich gleich den Ghostbusters angucken. Moment, ich werde jetzt nochmal eins versuchen. Das Studio verkaufen und neu kaufen. Vielleicht schaffe ich damit ja die Serie abzu... Moment, ne, erstmal speichern. Nicht, dass das wieder abkackt dadurch. Indem ich hier seltsame Sachen mache. So, speichern. Das dauert hier wenigstens nicht 5 Stunden, das Speichern, wie bei anderen Spielen von damals. Oder auch bei manchen Spielen von heute. So, dann gehen wir zur Raumvermietung. Da war ich überhaupt noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Musik da oben klingt. Dann werde ich einfach mal mein Studio verkaufen und neu kaufen, in der Hoffnung, es klappt. So, Studio abgeben, natürlich. Das kann ich gar nicht abgeben, oder was? Ja, dann werde ich ein neues anmieten. Ist ja gar keins leer, oder was? Das ist leer. So, dann werden wir da jetzt halt einfach die Show produzieren. Was soll's? Da oben, neben dem Studio von FunTV nämlich. So, Talk for Two. Einkaufsliste. Mitten bei der Konkurrenz. Ist doch auch nett. So, der nächste Werbespot habe ich noch gar nicht drin, glaube ich. Wieder was für 10 Millionen. Da könnte ich nochmal das Camel reinpacken. Das machen wir, glaube ich, zuerst. Dann sind wir nämlich ein wenig auf der sicheren Seite. Ich habe wieder die besten Quoten der Stunde. Heute läuft wieder gut der Tag. Sehr gut. Sehr schön. So, Camel Nummer 2. Oder haben wir noch was anderes hier? 5 Millionen. Love Story. 25 Millionen. Ne. Ich könnte mir aber nochmal einen neuen Sender kaufen, wenn wir schon dabei sind. Wenn wir denn hier einen finden, der knapp 10 Millionen bringt. Doch, 9,8. So. Jetzt haben wir ein Maximum von 78 Millionen Zuschauern. Sehr schön. Oh, ich hoffe, jetzt habe ich noch genug Geld. Aber ich glaube, Talk for Two klingt jetzt nicht so teuer, die Show. Ich hoffe, ich muss das Drehbuch jetzt nicht jedes Mal neu kaufen. Sondern kann das öfters produzieren, weil das könnte ja recht günstig sein. Könnte ich 3 Blocks belegen mit so einer Show. Und trotzdem... vielleicht gute Quoten einfolgen. So, Showmaster, Stargast und Sesselrunde. Perfekt. Nehmen wir den teuersten Showmaster. Den teuersten Stargast hier für 15.000. Und natürlich die teuerste Sesselrunde für 24.000. Krass. So. Dann wird auch mein Produzent oder Regisseur oder was auch immer das für ein Kerl ist, der da im Studio steht, da nichts gegen sagen. So, hinauf geht's. Da ist unser Studio Nummer 2, weil das andere ja für immer und ewig jetzt belegt ist. Info zur Produktion. Wird fabelhaft. Produktion starten. Morgen um 13 Uhr abgeschlossen. Könnte für ein Sammy zu knapp sein, denke ich mal. Egal. Dann habe ich morgen immerhin 3 Programmslots gefüllt. Ist doch auch was wert. Jetzt neue Nachrichten. Oh ja. Tochter von Jack Nicholson entführt. Sehr schön. Also, nicht für Jack Nicholson, aber für uns, weil das mehr Quote bringt. So, Camel Nummer 2. Dumm-di-dumm-di-dumm. So. Ich bin auch mal gespannt, wie viel jetzt... Ich meine, 9,5 Wochen, das ist ein... Film, $354.000, der wird wahrscheinlich Milliarden bringen hier. Das ist jetzt natürlich auch wieder die Geschichte. BP-Spot bringen dann, oder wenn ich dann doch die 25 Millionen habe, vielleicht dann doch einfach mal... Obwohl, der bringt nicht so viel. 24.000. Oh, den kann ich jetzt senden, den ersten. Geil. Ist keine Show, keine Krimiserie, keine Western-Serie, nein, ist ein Actionfilm.
So, dann haben wir den weg. Ja, dann könnte ich ja vielleicht, wenn ich Glück habe, dann den zweiten Spot gleich danach senden und dann die beiden BPs und habe dann nochmal über 1 Million wieder verdient heute. Perfekt. Perfekt, sag ich da. So, dann kommt morgen wieder ein Colt für alle Fälle, Folge 4. Star Trek Folge 2. Dann 3 Plätze für die Show eingespart. Und was haben wir denn noch im Angebot? Metropolis, den muss ich auch mal versehen. Na, da kaufe ich mir morgen noch irgendwas anderes Neues oder so. Oder ich zeig die Show schon um 19 Uhr, zeig dann Metropolis um 22 Uhr und die Show von 19 bis 21 Uhr. Das wäre natürlich auch eine Option. So, 9 Millionen gucken die Nachrichten. Warum es auch nicht, warum auch immer es mir nicht mehr werden? Keine Ahnung. Sind alle uninteressiert? Wow. Geil. 40 Millionen Zuschauer. 52%. Habe ich die Konkurrenz wahrscheinlich meilenweit abgehängt. Der hat 18%, der hat 23. Das ist ja weniger als die Hälfte. Ich glaube, ich habe heute jede Stunde geruhlt. Ja, fünfmal. Der ist viermal runter, der nur einmal. Und mein Image ist bei 76. So. Fun TV ist morgen weg vom Fenster, das sage ich euch. Wenn ich jetzt die letzten 3 Stunden, nee, die letzten 2 Stunden, die aktuelle zählt ja schon mit rein, die letzten 2 Stunden das auch noch schaffe, dann ist Fun TV morgen Geschichte. Ja. Yeah. Also hoffe ich zumindest. Und wenn nicht morgen, dann spätestens übermorgen. Jawohl. So, gleich habe ich wieder ordentlich Kohle kassiert. Jetzt werde ich mir jetzt, glaube ich, jetzt erstmal auch keinen neuen Sender kaufen. Das werde ich morgen dann erst wieder machen. Ich könnte natürlich neue. Doch, ich werde, glaube ich, gleich noch gucken, was ich da noch für Sendungen kaufen. Genau, ich wollte ja noch eine. Na. Naja, guck einfach mal, was da noch für eine Sendung im Angebot sind. Man muss ja irgendwas mit seinem Geld anfangen. Ich könnte natürlich Betty auch schon mal wieder ein Geschenk machen bei meinen guten. Na, damit hebe ich mich. Halte ich mich nicht mehr auf jetzt. Hier, großer Preis von Monaco zum Beispiel. 8 Uhr. Und der YI ist wieder verbuggt, würde ich sagen. Weil 8 Uhr ist keine Uhrzeit, in der ich irgendwas senden könnte. Magnum. Stirb langsam. Arachnophobia. Nehmen wir mal Stirb langsam. Und Rambo. Joa. Millionen Zuschauer ist perfekt. So, und wir werden Betty jetzt mal ein Geschenk machen. Es wird mal Zeit. Ich möchte, dass sie mich liebt. Können wir hier schon mal ruhig was für 100.000 kaufen, denke ich mal. Hier haben wir ein Ziel, auf das wir. Genau, einen schönen Pelzmantel. Dann lernt ihr Betty auch endlich mal kennen. Ich glaube, er war noch gar nicht da. Das heißt, ich war schon einmal da, aber die eine Folge konnte ich ja wegschmeißen, weil der abgekackt ist dabei. Entschuldigung. Es ist schon ein wenig spät. Aber egal, das werde ich jetzt durchziehen, weil ich denke mal, spätestens. Na gut, jetzt ist der 14. Tag. Vielleicht in 3, 4 Tagen habe ich gewonnen. Da bin ich sehr zuversichtlich. So, hier sehen wir jetzt nämlich, dass das sehr niedrig hängt hier, die ganzen Bilder von uns. Ich glaube, ich bin der linke Herr hier. Jetzt schenke ich ihr den Mantel und zack, hat sie mein Bild gleich etwas höher gehängt. Aber sie begrüßt mich immer noch mit diesem Spruch, mit dem sie alle begrüßt. Hallo Maxi, nett, dass du hier reinschneist. Wollte dich ohnehin mal wieder auf dein mangelndes kulturelles Engagement ansprechen. Ja, naja. Du wirst schon auch sehen, was mein kulturelles Engagement dir einbringt. Nämlich, wenn du ich dein Herz erobert habe. Ich glaube, sie gibt mir irgendwann auch den Generalschlüssel, dann kann ich nämlich bei den Kollegen etwas spionieren. Aber da darf ich mich natürlich nicht erwischen lassen. Sonst gibt's Ärger. Aber dafür brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Auf dem Liebesbarometer. Naja, morgen. Jetzt werde ich erstmal die 720.000 für BP kassieren noch. Ich könnte Ghostbusters natürlich verkaufen. Doch, ich glaube, das mache ich. Ich verkaufe Ghostbusters mal. Und dann mache ich Betty noch ein zweites Geschenk. Wir sind ja mal nicht so. Was, ein Actionfilm? Ja. So. Die Show wird ja noch produziert bis morgen um 13 Uhr. Das andere Studio ist auf immer und ewig blockiert. Dummi laufen. So. Dann gucken wir doch mal, was wir für 115.000 noch Nettes kriegen. Die Kollegen scheinen ja auch dauernd zu Betty hinzufahren, weil sie immer in den ersten Stock fahren. Also, ich habe noch nicht gesehen, dass sie eigene Shows produzieren. Oder sie wollen immer zur Wäscherei, kann natürlich auch sein. Oder, was noch vielleicht wahrscheinlicher ist, sie wollen mich einfach nur verwirren und verunsichern. Und darum gehen sie ständig zum Supermarkt, damit ich denke, sie würden ein Geschenk für Betty kaufen und sie tut es trotzdem nicht.
So, jetzt kriegt sie eine Perlenkette von mir. Das hat sie jetzt davon. Hat jetzt eigentlich diese Stunde schon wieder die besten Quoten? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. So. Und, bitteschön. Hier hast du den Generalschlüssel, Darling. Vielleicht hilft er dir. Und sie erinnert mich wieder an mein mangelndes kulturelles Engagement. So, der Generalschlüssel. Da kann ich natürlich nichts machen, außer halt gucken, was die Kollegen im Programm haben. Das ist sicher auch mal ganz lustig. Geht mal ins Büro von Sarazar. Ich hoffe, er ist nicht da, sonst gibt's Ärger von ihm. Dann schmeißt er mich raus und verprügelt mich. Oder umgekehrt, er verprügelt mich und schmeißt mich raus, je nachdem. So, gucken wir mal. So, was hat er hier? Das Fenster zum Hof, Darkstar und Casablanca. Und Werbespots, die nicht allzu viele Zuschauer brauchen. Das ist es nämlich. Die kaufen sich nämlich relativ wenig neue Sender und zeigen hier auch immer wieder Sendungen, die völlig veraltet sind. Easy Rider zum Beispiel. Und normaler unserer Zeit seltsamerweise um 20 Uhr. Das wäre doch eigentlich sinnvoller um 18 Uhr. Rosemary's... Oh. Du wurdest von Sarazar überrascht. Das kostet 10.000 Dollar und ein blaues Auge. Ups. Hehe. Naja, 10.000 Dollar. Okay, aber ihr habt ja gesehen, man kann jetzt mit dem Generalschlüssel ein bisschen spionieren bei den Konkurrenten, aber wirklich viel bringt einem das nicht, weil... Naja gut, was habe ich davon, wenn ich sehe, dass sie nur Scheißprogramm bringen? Wie? Nicht die beste Quote der Stunde? Skandal. Die hat keiner, weil er mit Casablanca auch 15% hat. Na egal, ich bin 6-mal der Beste gewesen heute. Er ist 5-mal der Schlechteste gewesen, er 1-mal. So, Fun-TV. Ich hoffe mal wirklich, dass morgen draußen, aber... Vielleicht muss er dazu auch noch mehr sinken, ich weiß es nicht. Aber ich meine, unter 10% wird reichen. Wir werden sehen. Ja, okay. Dann hoffe ich doch mal, dass die Sendung morgen wirklich dann das hält, was sie verspricht. Und sich auch viele Leute hier angucken. Ich werde gleich noch mal eben meine 720.000 Dollar Prämie für die BP-Bewegung kassieren. Und darum würde ich sagen, einmal abgespeichert und bis zum nächsten Tag und zur nächsten Episode natürlich. Ciao!